Hi Leute, ich bin's Carina und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute geht es um das Thema, und da freue ich mich ganz besonders drauf, Unterschiede zwischen amerikanischen und deutschen Hochzeiten. Denn ich hatte jetzt schon das Vergnügen mit zwei amerikanischen Brautpaaren und durfte die beiden auf dem Weg zur Traumhochzeit begleiten und auch am Tag vor Ort sein. Und da sind mir doch ein paar Unterschiede aufgefallen und die möchte ich jetzt mit euch teilen. Ich bin schon so aufgeregt, ich kann gar nicht mehr sprechen. Also erstmal viel Spaß dabei und los geht's. Also grundsätzlich kann ich euch sagen, bei amerikanischen Hochzeiten, also ich muss auch vorab sagen, ich kann jetzt nur von den zwei sprechen, die ich begleitet habe. Es kann sein, dass bei anderen amerikanischen Hochzeiten oder Brautpaaren das vielleicht wieder ganz anders abläuft oder dass da ganz andere Prioritäten herrschen. Also ich kann jetzt nur von den zwei Hochzeiten sprechen, womit ich jetzt auch Erfahrung gemacht habe. Und da habe ich ganz, ganz deutlich gemerkt, die Hochzeit oder die Planung ist mit viel, viel mehr Aufwand verbunden. Es wird viel, viel mehr ins Detail geplant. Und vor allem, und das finde ich auch sehr gut, weil ich habe auch so eine Einstellung, die Brautpaare planen mit dem Prinzip oder haben die Erwartungshaltung, geht nicht, gibt's nicht. Weil wir haben bei den Locations oder bei den Caterern oder vielleicht auch bei manchen Dienstleistern einfach gemerkt oder sie haben E-Mails geschrieben und gesagt, ja, das können wir so nicht umsetzen oder das geht so nicht, das hatten wir jetzt noch nie gehabt und das wird schwierig. Und das hören die Brautpaare nicht gerne, also die amerikanischen, weil in Amerika, ne, Land der unbegrenzten Möglichkeiten, da ist, glaube ich, der Kunde noch viel, viel mehr im Fokus als hier in Deutschland. Weil da möchte man wirklich versuchen, die Wünsche des Brautpaares bestmöglichst umzusetzen. Und hier in Deutschland, da stößt man doch öfter mal so an die Grenzen oder Vorschriften oder irgendwelche Regeln von Locations oder wem auch immer. Und das war für das Brautpaar oder für die beiden Brautpaare erstmal neu und fanden sie natürlich nicht so gut. Aber das ist wirklich ein Unterschied, den ich gemerkt habe. Also die möchten, dass ihre Wünsche umgesetzt werden und möchten aus dieser Hochzeit wirklich ein Event machen. Also es hat einen viel, viel höheren Stellenwert als für deutsche Brautpaare. Wobei ich ja auch schon sagen muss, es schwappt schon ganz stark rüber hier nach Deutschland, dieser Gedanke, dass die Hochzeit wirklich der große Tag im Leben ist und das muss alles perfekt sein. Und ich meine, die Deutschen geben ja auch mittlerweile immer mehr Geld aus für die Hochzeit und es wird immer aufwendiger und das kommt eben voll aus Amerika. Also das kann ich jetzt voll und ganz auf Amerika zurückführen. Ich habe eben schon das Thema Geld angesprochen und Leute, die Amerikaner haben ein ganz anderes Budget für Hochzeiten. Und Leute, die Amerikaner lieben Blumen. Das ist der Wahnsinn, was sie für Blumen ausgeben. Ich glaube, die würden sich sogar mit einer Turnhalle zufrieden geben, weil die wissen, wir werden so viele Blumen haben, das wird alles wieder ganz anders aussehen. Also es ist Wahnsinn, was sie für Blumen ausgeben. Auch hier muss ich sagen, ich habe jetzt zwei Brautpaare gehabt, die haben einen sehr, sehr großen Wert auf Blumen gelegt. Es gibt vielleicht auch Brautpaare, die sagen, Blumen sind uns nicht so wichtig, aber dafür soll die Musik einfach grandios werden oder die Location soll von vornherein pompös aussehen, keine Ahnung. Aber meine zwei beiden Brautpaare haben sehr, sehr großen Wert auf die Blumen und auf die Deko gelegt. Dann, was mir auch aufgefallen ist, ist das Thema Moderation. Das gibt es ja bei deutschen Hochzeiten eigentlich gar nicht, bis wenig. Also ich als Zeremonienmeister nehme dann doch schon gerne mal das Mikro in die Hand, um irgendwas durchzusagen, um einfach im Ablauf voranzukommen oder um da ein bisschen, ja, auch Struktur vielleicht reinzubringen oder irgendwas Wichtiges einfach durchzusagen. Und bei den Amis ist es so, dass der DJ tatsächlich diese Rolle als Moderator übernimmt. Wenn nicht der DJ, dann vielleicht die Trauzeugen. Es gibt sehr, sehr viel Moderation. Einmal zum Beispiel gibt es einen großen Einzug in den Festsaal, also eine Saaleröffnung, aber die Gäste sind alle schon drin und das Brautpaar, die komplette Bridal Party, also die Brautjungfern und die Groomsmen, die Eltern, die Großeltern, die werden alle separat quasi aufgerufen, um in den Saal zu kommen. Also ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine. Es gibt also wirklich einen großen Einzug in den Festsaal. Und das Gleiche gilt natürlich auch dann für die Trauung, wobei das da jetzt nicht der DJ ankündigt. Aber auch da zieht nicht nur das Brautpaar ein, sondern auch die Eltern und auch die komplette Bridal Party, also die Brautjungfern und die Groomsmen. Übrigens, vielleicht könnt ihr mir da mal helfen. Kennt ihr ein deutsches Wort für Groomsmen? Bei den Bridesmaids sagt man ja Brautjungfern.
Aber ein Groomsman ist mir noch kein deutsches Wort eingefallen. Ich glaube, ich kenne das nicht. Vielleicht habt ihr da eine Idee. Schreibt es mal in die Kommentare. Genau, also viel Moderation. Kommen wir mal auf das Thema zurück. Einmal beim Einzug, dann zum Beispiel, wenn die Tanzeröffnung losgeht, wenn der Tortenanschnitt stattfindet. Es wird alles über den DJ angekündigt und moderiert. Dann das Thema Trauung. Ich springe gerade immer so ein bisschen hin und her. Es hat keine Reihenfolge hier. Beim Thema Trauung ist mir aufgefallen, dass die amerikanischen Trauungen nicht lange gehen. Also nicht länger als 30 Minuten. So war das zumindest bei meinen beiden Brautpaaren. Und was mir auch aufgefallen ist, wo ich am Anfang auch dachte, seid ihr sicher, dass ihr das so machen wollt? Die wollten stehen. Beide Brautpaare wollten während der Zeremonie stehen. Und nicht nur das Brautpaar, sondern auch die komplette Bridal Party wieder. Also die Brautjungfern und die Groomsmen haben auch, standen auch während der gesamten Trauung. Das ist auch ein Unterschied. Ich habe es ja eben schon kurz angesprochen, die Bridal Party. Also es ist nicht nur so, dass es die einfach gibt, also die Brautjungfern und die Groomsmen, sondern die spielen auch eine viel, viel größere Rolle als hier in Deutschland. Zum Beispiel die Trauzeugen oder manche haben ja auch mittlerweile Brautjungfern. Die Bridal Party ist wirklich in sämtlichen Programmpunkten involviert. Sei es zum Beispiel beim Fotoshooting, also ich hatte bei beiden Brautpaaren, ich glaube, ein 2- oder 3-stündiges Fotoshooting und die wollten das so. Und die komplette Bridal Party war da auch wieder mit dabei, weil das Fotoshooting, da müssen einfach die perfekten Bilder rauskommen. Und dann gibt es so viele verschiedene Motive und alles, also das, die haben da einen Riesenaufwand gemacht. Ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt keinen Aufwand betreibe oder dass mir das irgendwie egal ist, aber es war einfach, ihr müsst euch das vorstellen, denkt euch einfach eine top geplante Hochzeit, eine deutsche Hochzeit, schon relativ viel Aufwand im Vergleich zu früher und legt da einfach nochmal eine Schippe drauf. So sind die Amerikaner. Und die Bridal Party war, wie gesagt, bei dem kompletten Fotoshooting dabei. Die sind beim Einzug dabei, also bei der Trauung, bei der Saaleröffnung. Wo sind sie noch dabei? Zum Beispiel auch beim Rehearsal Dinner. Und das ist auch ein nächster Unterschied. Die amerikanischen Hochzeiten sind eher ein Hochzeitswochenende statt ein einziger Hochzeitstag oder Hochzeitsabend. Es gibt nämlich zum Beispiel auch ein Rehearsal-Dinner, nicht das Probeessen. Das Probeessen heißt Food-Tasting. Das Rehearsal-Dinner ist ein gemeinsames Abendessen mit den Allerengsten, natürlich mit der Bridal-Party wieder, mit den Eltern und ja, vielleicht noch den Geschwistern, wenn die nicht sowieso zu der Bridal-Party gehören. Also wirklich die Allerengsten treffen sich nochmal am Abend vorher, essen gemeinsam und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Dinner. Also nicht nur einfach in ein Restaurant gehen, sondern meistens bei der Location gibt es dann nochmal ein kleines Menü und die gehen nochmal den ganzen Ablauf durch, sie besichtigen nochmal den Festsaal, gehen den Einzug durch, wer wann wie wo reinläuft. Das ist also das Rehearsal-Dinner und am Sonntag gibt es in der Regel auch noch ein After-Wedding-Brunch. Auch wie gesagt, so war es jetzt bei meinen beiden Brautpaaren. Wie das grundsätzlich ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das so die Regel ist in Amerika. Ja, das waren so die Hauptunterschiede bei den beiden amerikanischen Hochzeiten, die ich bisher begleiten durfte. Ich muss dazu sagen, bei beiden war natürlich auch ein kleiner deutscher Einfluss dabei, sonst hätte die Hochzeit ja nicht in Deutschland stattgefunden. Entweder war es so, dass Verwandte aus Deutschland kamen und das Brautpaar aus dem Grund dann in Deutschland geheiratet hat oder weil einer von beiden, also bei mir war es jetzt der Bräutigam zum Beispiel, kam aus Deutschland und sie wollten auch eben eine deutsch-amerikanische Hochzeit feiern. Das heißt, es gab auch schon deutsche Traditionen, waren auch dabei, aber trotzdem war es schon echt anders. Für mich, für mich als Planerin, grundsätzlich die Planung lief amerikanisch ab und die Hochzeit natürlich dann sowieso mit so ein bisschen deutscher Kultur. Zum Beispiel, das kann ich auch mal kurz erwähnen, bevor ich das Video beende, was deutsch war, war, dass, also bei der einen Hochzeit, die Party war Open End, weil ich weiß, dass bei den amerikanischen Brautpaaren oder bei den amerikanischen Hochzeiten gibt es meistens eine Sperrstunde, also von der Location her einfach schon so geregelt. Und ich habe mir mal sagen lassen, dass die meisten Hochzeiten schon vor 12 Uhr enden. So war das auch bei der anderen amerikanischen Hochzeit. Aber bei der ersten, die ich hatte, war es Open End, weil der Bräutigam war aus Deutschland. Der hat schon von vornherein gesagt, nee, das machen wir nicht. Bei uns gibt es eine lange Party. Ja, also es war super interessant für mich, den Unterschied einfach mal
festzustellen und ja, die beiden Brautpaare zu begleiten. Das hat mir riesig Spaß gemacht und ich habe jetzt auch gerade schon wieder andere amerikanische Brautpaare in der Pipeline. Ich weiß nicht, irgendwie ziehe ich die anscheinend an, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten amerikanischen Hochzeiten. Bin ja selbst auch ein Amerika-Fan, das wisst ihr ja. Also das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst gerne mal in den Kommentaren das deutsche Wort für Groomsmen. Ich weiß es nicht. Ich überlege schon die ganze Zeit, aber irgendwie gibt es da, glaube ich, keins für. Naja. Abonniert auch gerne diesen Kanal, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und jetzt verabschiede ich mich auch wirklich. Also macht's gut, bis zum nächsten Video und bis bald.